Ja, also. jetzt darf ich gerade nur drüber wischen, weil das ist nämlich schon ein bisschen angetrocknet. Also, wiederholen wir es nochmal, was wir gerade gesagt haben. Wir haben uns mit Konkurrenzabbildung beschäftigt das ganze Semester lang. Ja, wir haben uns mit Konkurrenzabbildung beschäftigt. Und die sind geradentreu, parallelentreu, längentreu, winkeltreu, nicht orientierungstreu in der Regel. Nämlich, wenn ich eine ungerade Anzahl von Achsenspiegeln miteinander verkette, dann ist das Produkt nicht orientierungstreu, aber, und nicht aber, sondern, und wir haben herausgefunden, dass wir maximal, dass wir jede Konkurrenzabbildung mit maximal drei Achsenspiegelungen darstellen können. Schön, okay. Jetzt betreten wir einen neuen Bereich von Abbildungen, nämlich die Ähnlichkeitsabbildung. Wodurch unterscheiden sich die Ähnlichkeitsabbildungen von den Konkurrenzabbildungen? Nicht mehr unbedingt längentreu, richtig? Ne, könnt ihr theoretisch auch mit Faktor 1 strecken oder so und dann hätte ich halt eine Konkurrenzabbildung. Aber also die Ähnlichkeitsabbildungen sind in der Regel im Allgemeinen nicht längentreu. Aber winkeltreu, parallelentreu, geradentreu. Sehr schön, verhältnistreu, genau. Das ist nämlich genau das, was wir gerade mit dem Strahlensatz untersucht haben. Die Verhältnisse bleiben gleich, auch wenn die Einzelstreckenlängen größer oder kleiner werden. Konkurrenzabbildungen sind natürlich auch verhältnistreu. Mit Verhältnis 1, genau. So, jetzt haltet euch fest. Sehr gut. Wir werden jetzt ein System von geometrischen Abbildungen definieren, in das sich Konkurrenzabbildung und Ähnlichkeitsabbildung wunderschön zusammen einsortieren lassen. So dass wir am Ende dastehen und sagen, ah, ja, so ist es also. Und wir haben ja schon auch Gruppenüberlegungen gemacht mit Konkurrenzabbildung. Das war ja auch wunderschön, ne? Das ist eine Gruppe, das ist eine Gruppe, das ist keine Gruppe und so weiter. Und jetzt betten wir das noch in ein größeres System an Abbildung ein und ja, gehen am Ende des Tages nach Hause und sind zutiefst zufrieden. Okay. Gut. So, und das machen wir jetzt so ein bisschen, werden wir heute anfangen und nächste Woche weitermachen. Ich definiere erstmal einen der, wie soll man sagen, allgemeineren Typ von geometrischen Abbildungen, nämlich die Kollineation. Ihr braucht das nicht mitschreiben. Ich werde euch dann noch einen Text online stellen, bei dem wo das alles steht. Also lieber mitdenken. Als Kollineation der Ebene, also wir bewegen uns immer nur in der Ebene. Kleine Seitenbemerkung: Wir könnten all das, was wir im Semester gemacht haben, auch in den Raum transferieren. Ja, was ist eine Achsenspiegelung im Raum? Auf einmal kann man an einer Ebene spiegeln und so weiter. Und da kommen auf einmal ganz neue Dinge und da kann man sich auch überlegen, wie ist das eigentlich und so. Wer Lust hat, kann das auch mal machen. Bezeichnen wir bijektive und geradentreue und damit auch Inzidenztreue – was das heißt, sage ich gleich. Punktabbildungen einer Ebene auf sich selbst.
So, okay. Also, erstmal, wir haben eine Abbildung der Ebene, die ganze Zeit schon. Punkte werden auf Punkte abgebildet. Die erste Voraussetzung ist, eine Kollination muss bijektiv sein. Was bedeutet das? Genaue Zuordnung, ja, Entschuldigung, sind wir genau? Das alles aus der Definitionsmenge hat genau einen Wert in der In der Bildmenge? Ja. Und es werden noch alle Injektiv und Sujektiv. Die Begriffe wollte ich haben. Eine bijektive Abbildung ist eine injektive und sujektive Abbildung. Injektiv bedeutet. Nee, das ist keins von beiden. Ah, nee, umgekehrt. Ja. Also, jeder Wert auf der Bildmenge hat einen dazugehörigen Wert in der Definition. Genau. Jeder Wert in der. Das ist subjektiv. Subjektivität bedeutet, jeder Punkt wird erreicht durch die Abbildung. Ne? Jeder Punkt der Ebene ist ein Bildpunkt unter dieser Abbildung. Es kann nicht sein, dass wir alle Punkte der Ebene auf einen Punkt abbilden. Das wäre ja denkbar, ne? Alle Punkte werden auf den Punkt 0, 0 abgebildet. Koordinatengitter oder so, wäre denkbar. Das ist nicht bijektiv, weil es nicht subjektiv ist. So, jeder Punkt ist Bildpunkt. Auf jeden Punkt der Ebene geht ein Pfeil der Abbildung. Und injektiv bedeutet? Genau ein Pfeil geht, also es gehen nicht zwei oder drei oder vier Pfeile auf einen Punkt. Es gibt also nicht zwei verschiedene Punkte, die auf denselben Punkt abgebildet werden. Sujektiv bedeutet mindestens ein Pfeil pro Punkt. Injektiv bedeutet maximal ein Pfeil pro Punkt, also insgesamt genau ein Pfeil. Ja, man hat dann so eine 1:1 Abbildung, deswegen gibt es dann auch die Umkehrabbildung. Ja, erinnert euch, Bijektivität, also letzten Endes, jedem Punkt wird ein anderer Punkt zugeordnet als den anderen Punkten. Und alle Punkte werden erreicht der Bildebene. Okay, wir haben die ganze Zeit nur bijektive Abbildung gehabt. Konkurrenzabbildungen sind alle bijektiv. Da haben wir eine Verschiebung. Da werden alle Punkte erreicht und jeder Punkt wird auf einen anderen Punkt abgebildet. Wenn nicht zwei Punkte auf den gleichen Punkt abgebildet, zwei verschiedene Punkte und so weiter. Genau. Also wir haben bijektive Abbildungen und geradentreu. Geradentreu wissen wir schon, Geraden werden auf Geraden abgebildet. Was bedeutet jetzt inzidenztreu? Inzidenztreu bedeutet, wenn ein Punkt auf einer Gerade lag vor der Abbildung, dann liegt er auch nach der Abbildung drauf. Und das folgt zwangsläufig aus der Geradentreue. Wenn ich nämlich eine Gerade vorher und nach einer Gerade ist und auf einer Gerade liegen drei Punkte, dann müssen die drei Punkte später auch auf der Gerade liegen, weil wenn die nicht auf der Gerade liegen würden, dann würden die drei Punkte auf einer krummen Kurve liegen und das wäre dann auf einmal keine Gerade mehr, das Bild. Also, das ist das Gleiche, ne? Eine Kollination ist eine bijektive Abbildung, die geradentreu und damit auch inzidenztreu ist. Das heißt, Punkte, die vorher auf Geraden lagen, liegen auch danach auf der Bildgeraden. Die Bildpunkte liegen auf der Bildgeraden. Okay. Das ist relativ allgemeine Abbildung, denn da fallen alle Konkurrenzabbildungen drunter. Ich sage ja noch nichts über Längentreue, nichts über Winkeltreue, nichts über Orientierungstreue und so weiter. Gut. Jetzt beweisen wir es. Ach übrigens, falls ihr mal ein Buch haben wollt, ein gutes Buch, gleich auch die Empfehlung, Krauter und Bescherer, Erlebnis Elementargeometrie. Ja, das ist ein gutes Buch. Da wird vieles, was wir machen, orientiert sich daran und die haben das sehr gut aufgearbeitet. So, okay. Inzidenztreu. Inzidenz ist falsch geschrieben. Dankeschön.
Flogicali, Flogicali, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, kannst du ja mal versuchen, in der Lautschrift das in den Chat zu schreiben. Okay, Inzidenztreue. Gut, okay. Jetzt beweisen wir gleich mal was. Satz. Jede Kollineation der Ebene spare ich mir jetzt, ne? Wir reden nur über die Ebene. Jede Kollineation ist parallelentreu. Ich hätte vorher sagen können, Kollineation ist eine Abbildung, die geradentreu, bijektiv geradentreu und parallelentreu ist. Brauche ich aber nicht. Ich muss nur sagen, Kollineationen sind bijektive und geradentreue Abbildungen und damit sind sie automatisch parallelentreu. Ich kann sozusagen keine bijektive geradentreue Abbildung haben, die nicht zugleich auch parallelentreu ist. Ah, super, oder? Die Frage ist nur, warum? Beweis. Ach, es ist schön, mal wieder hier so Definition, Satz, Beweis zu machen. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Definition, Satz, Beweis, Satz, Beweis, Satz, Beweis. Ja, oder? Jetzt machen wir hier voll auf Uni ein. Gut, ja. Jede Kollination ist parallelentreu. Wie könnte man das beweisen? Hat jemand eine Intuition? Ja? Ja, könnte Idee sein, wenn man im Hilfsgeraden die Parallelen sich schneiden und so. Ich meinte jetzt Idee, wie man so grundsätzlich an so einen Beweis rangeht, wenn ich sage, alle, wie könnte man rangehen? Man muss eigentlich ja nur finden, dass eine, dass bei einer, oder davon ausgehen, dass bei einer nicht. Also, was machen wir wieder? Den Gegenbeweis. Nee. Indirekten Beweis. Genau, wir machen indirekten Beweis und führen es zum Widerspruch. Also gehen wir mal davon aus, wir haben zwei Parallelen, G und H, die abgebildet werden auf G' und H', vielleicht so, und dann nicht parallel sind. Also G und H sind danach nicht mehr parallel. Was ist dann der Fall? Sie schneiden sich nämlich in Punkt. Ja, nennen wir den Punkt vielleicht S'. S', was gilt jetzt für S'? Er liegt auf G' und auf H'. S' liegt auf G' und auf H'. Und damit? Sollte es einen Punkt geben, einen Punkt S geben, der auf G und auf H liegt. Weil? Wegen der Inzidenz. Genau. S' liegt auf G' und H'. Inzidenzpro-Treue bedeutet ja, wenn S' auf G' liegt, muss auch schon S auf G gelegen haben. Und wenn S' auf H' liegt, muss schon S auf H gelegen haben. Das heißt, G und H müssten schon einen gemeinsamen Punkt besessen haben, nämlich S. Widerspruch. Definition. Ja. Okay, also, wir haben jetzt Kollineation definiert. Kollineationen sind von Definition her bijektiv und geradentreu und inzidenztreu und damit auch parallelentreu. Und jetzt definieren wir eine Dilatation. Den Begriff hatten wir, glaube ich, schon mal. Ne? Dilatation ist eine Kollineation, für die gilt, jede Bildgerade
ist parallel zu ihrer Originalgeraden. Das ist nicht Parallelentreue. Ne? Parallelentreue bedeutet, parallele Geraden sind anschließend wieder parallel. Sie müssen aber nicht parallel sein zu ihren Originalgeraden. Nehmen wir mal die Drehung. Wenn ich parallele Geraden drehe, sind sie danach weiterhin parallel, aber nicht zu ihren Originalgeraden. Also trotzdem ist eine Drehung eine Kollineation, ne? Das ist parallelentreu. Bei der Dilatation kommt jetzt was dazu, nämlich jede Bildgerade ist zusätzlich noch parallel zu ihrer Originalgeraden. Hatten wir schon Abbildungen, bei denen es der Fall ist? Kennen wir schon Dilatation? Verschiebung? Punktspiegelung. Sehr gut. Das sind die beiden. Ja. Verschiebung und Punktspiegelung. Achsenspiegelung nicht, Drehung nicht, Schubspiegelung nicht. Ja, genau. Kurz nachgedacht, Schubspiegelung auch nicht, nee, Schubspiegelung auch nicht, genau. So, also Verschiebung und Punktspiegelung sind Kollineationen. Entschuldigung, sind Dilatationen. Und ich sage euch jetzt, worauf es hinausläuft. Zentrische Streckungen auch. Die zwar keine Konkurrenzabbildung sind, aber Dilatationen. Okay. Ich möchte noch einen Begriff einführen, den wir noch nicht haben, der aber relativ schnell zu verstehen ist. Wenn ich eine Abbildung habe und ich habe einen Punkt P, der wird auf einen Punkt P' abgebildet und ich ziehe die Gerade dadurch, dann nennt man die Spurgerade. Okay? Ihr habt irgendeinen Punkt, der wird auf einen anderen Punkt abgebildet und dann gibt es eine Spurgerade, die ziehe ich einfach durch diese beiden Punkte durch. Und jetzt gibt es folgenden Satz. Definition, Satz. Bei einer Dilatation sind alle Spurgeraden PP', ne? Fixgeraden. Alle Spurgeraden sind sogar Fixgeraden. Beweis. Wie führen wir den Beweis? Hat jemand eine Idee für eine Art des Beweises, die wir führen können? Indirekter Beweis mit Widerspruch. Sehr gut. Also gehen wir davon aus, die Spurgerade, ne, PP, also hier ist der Punkt P. Punkt P wird abgebildet auf P'. Das ist die Spurgerade G. Wo muss jetzt, angenommen, die ist jetzt nicht parallel, was wäre dann der Fall? Dann hätte man eine Gerade, die durch P und, also wenn die abgebildet wird, dann hätte man eine Gerade, die dann durch Q' geht. Ja, die durch Q', ja, also G', die Gerade G', ja. Muss ja auf jeden Fall durch welchen Punkt gehen? Durch P', ne? Weil Inzidenztreue, also könnte das ja G' sein. Und dann hätten wir da den Punkt Q, ja. Und der dürfte nicht der gleiche sein. Also nach,
Was heißt mein Punkt Q, der nicht der gleiche sein dürfte? Okay. Nee. Wir haben noch, das kann schon nicht sein. Warum nicht? Nee, die Inzidenztreue gilt nicht für P. Also wenn ich nur eine Kollineation hätte, wäre das ja denkbar. Durch die Drehung oder so. Aber ich habe ja nicht nur eine Kollineation, sondern was habe ich? Eine Dilatation. Und bei einer Dilatation ist jede Bildgerade parallel zu Ursprungsgeraden. So, also, ich bilde G auf eine nicht zu, also, an, genau, also, angenommen G wäre keine Fixgerade. So, dann würde sie ja irgendwo anders liegen, aber auf jeden Fall würde durch P' gehen. So, und jetzt gibt es zwei Fälle, entweder sie schneidet hier, das kann aber nicht sein, weil G' muss ja parallel zu G sein. So. Und weil P' auf G' liegt und G' parallel zu G sein muss, muss G' gleich G sein. Ja? Nach parallelen Axiomen geht ja durch jeden zu einer Gerade durch einen Punkt immer genau eine Parallele. Und die Parallele zu G durch P' ist, wenn P' auf G liegt, G. So, genau. Bewiesen. Vielleicht kommen wir sogar doch noch durch. Cool. Wobei, ich muss die Tafel wischen. Das dauert wieder einen kleinen Moment. Nein, G' ist keine Spurgerade. Nee, G ist die Spurgerade. Wird gerade gefallen. Also G ist die Spurgerade von PP'. Und die Aussage ist ja, die Spurgerade ist eine Fixgerade. Das heißt, G' gleich G. Und wir haben jetzt davon ausgegangen, warum muss G' gleich G sein? Weil P' auf G' liegt und G' parallel sein muss zu G, muss G gleich G' sein. So, weiter geht's. Wir können vielleicht, während wir das machen, überlegen, ist das denn so? Sind alle Spurgeraden, Fixgeraden bei einer Verschiebung? Angenommen, ich verschiebe einen Punkt P auf P' und die Spurgerade dadurch, ist das eine Fixgerade? Hm? Nee? Eine Fixgerade, also ich habe Punkt P, P', P wird auf P' verschoben in diese Richtung. Genau, die Verbindungsrichtung ist parallel zum Verschiebungsvektor, richtig? Ja. Genau. Und da demnach muss es eine Fixgerade sein, ne? Ja. Wie ist das bei der Punktspiegelung? Ein Punkt wird, P wird auf P' abgebildet und ich habe die gerade Spurgerade PP', wo geht die durch? Durch den Spiegelpunkt und jede Gerade, die durch den Spiegelpunkt geht, ist bei der Punktspiegelung eine Fixgerade. Okay. Sehr schön. Und weil wir ja wissen, worauf es hinausläuft, zentrische Streckung, P wird auf P' abgebildet. Wo geht die Spurgerade durch? Bei der zentrischen Streckung, wenn P auf P' abgebildet wird? Ja, parallel, also stellt euch eine zentrische Streckung vor, von wo aus gehen alle Strahlen aus? Von Zentrum, genau, S. Vom Streckzentrum. Z, von mir aus Z, von Z, ne? Ja, da geht die geht da durch und demnach ist es auch eine Fixgerade. Gut. So, das heißt, was, gehen wir diese drei Typen nochmal, Verschiebung, Punktspiegelung, zentrische Streckung. Wir wissen jetzt,
Na, alle Spurgeraden sind Fixgeraden, bei allen dreien. Wie sieht es mit Fixpunkten aus? Bei der Punktspiegelung, wie viele Fixpunkte gibt es? Einen. Und da gehen alle diese Spurgeraden durch. Bei der zentrischen Streckung, wie viele Fixpunkte gibt es? Einen. Und da gehen alle Spurgeraden durch. Bei der Verschiebung, wie viele Fixpunkte gibt es? Alle, die auf der... Kein Fixpunkt, genau. Ja. Und alle Spurgeraden sind? Parallel. Und wir beweisen jetzt, dass es nur diese beiden Situationen geben kann. Entweder ich habe einen Fixpunkt, bei einer Dilatation habe ich entweder einen Fixpunkt, da gehen alle Spurgeraden durch, bei der Punktspiegelung der Spiegelpunkt, bei der zentrischen Streckung das Zentrum, oder alle Spurgeraden sind parallel. Es kann keine zwei Fixpunkte geben, bei denen die Dilatationen durchgehen, die Spurgeraden durchgehen. So, wir beweisen erstmal Folgendes. Jede Gerade G, die durch einen Fixpunkt P oder F, F besser, ne? F wie Fixpunkt, F einer Dilatation verläuft, ist eine Fixgerade. Ne? Bei der Punktspiegelung, bei der Streckung und so weiter, sind alles Fixgeraden. So. Also, Beweis, wie machen wir es? Okay, jetzt ist es langweilig, oder? Ich habe einen Fixpunkt F bei der Dilatation und eine Gerade G, die durch den Fixpunkt F läuft. Jetzt wollen wir zeigen, das ist eine Fixgerade. Was wissen wir, wenn F ein Fixpunkt ist? Dann muss F auch auf der Gerade. Nämlich wo? Also die Strich muss auch wieder durch. Ja, Vorsicht, das wollen wir zeigen, genau. Also, wegen dieser Impedanz. Wo liegt F'? Auf F. F, genau. Das ist ein Fixpunkt, ne? F gleich F'. Also wissen wir, G' muss durch F' gehen und, weil es eine Dilatation ist, parallel sein zu G. Also, gibt nur einen Fall. Genau. Du bist jetzt drin, ne? G muss, also F ist gleich F'. F' muss auf G' liegen, weil die Dilatation eine Kollineation ist, in dem Fall inzidenztreu. Und weil es eine Dilatation ist, muss G' parallel zu G sein. Und wenn G' parallel zu G ist und durch F' geht und F' auf G liegt, muss auch G' gleich G sein. Gut, wunderbar. So. Und einen Fixpunkt, bei dem jede Gerade, die durch ihn läuft, eine Fixgerade ist, nennt man Zentrum. So, und jetzt kommt der Satz, eine Dilatation besitzt höchstens einen Fixpunkt, Entschuldigung.
eine echte Dilatation. Also wir schließen die Identität aus. Die Identität ist natürlich auch eine Dilatation. Ne? Ist eine Kollineation, bijektiv, geradentreu. Und jede Parallele wird auf eine Parallele abgebildet. Jede Gerade wird auf eine zu sich parallele Gerade abgebildet, ist die Identität. Aber das ist natürlich jeder Punkt ein Fixpunkt. So, das schließen wir mal aus. Also, echte, also nicht die Identität. So, wie beweisen wir das? Jede Dilatation hat maximal einen Fixpunkt. Hat jemand eine Idee für einen Beweis? Hm? Indirekter Beweis. Also wenn wir sagen, höchstens einen Fixpunkt. Es gibt zwei. Angenommen, es gibt zwei Fixpunkte. F1 und F2. Na, angenommen, wir haben zwei Fixpunkte. Jetzt gebe ich jetzt mal einen Tipp noch. Wir gucken uns jetzt mal irgendeinen beliebigen Punkt der Ebene an. Irgendeinen Punkt. P. Was können wir jetzt sagen? Nee, genau. Also wir wissen, wir haben eine Dilatation. Was wissen wir über die Fs? Das sind Fixpunkte. Was wissen wir? Können wir schon mal eintragen? Wird auf sich selbst abgebildet. Also F1 ist gleich F1' und F2 ist gleich F2'. So. Was wissen wir noch? Ja? Und auch mit dem, oh, ich weiß den Fachbegriff gerade nicht mehr, dass die Spurgerade könnte man ja auch an die Wertung abgebildet. Ja, also jede Gerade, die durch die Fixpunkte geht, ist eine Fixgerade. Also auch die Gerade hier. G gleich G' und auch die hier sind Fixgeraden. Also ich habe zwei Fixpunkte. Alle Spurgeraden, alle, Moment. Jede Gerade, die durch den Fixpunkt läuft, ist eine Fixgerade. Also sind das beides Fixgeraden und die schneiden sich in P. Was bedeutet das für P'? Ja. Inzidenztreue, genau. Wenn P auf G liegt, muss P' auf G' liegen. Wenn P auf H liegt, muss P' auf H liegen. Also wird P auf P' abgebildet. P ist ein Fixpunkt. Jeder beliebige Punkt ist ein Fixpunkt in der Situation. Ich habe irgendeinen beliebigen Punkt genommen. Wenn ich jetzt den hier nehme, Geraden durch die beiden Fixpunkte, Inzidenztreue, Fixpunkt. Das heißt, um was für eine Abbildung, wenn ich zwei Fixpunkte habe, was für eine Abbildung habe ich? Identität. Genau. Und die habe ich aber ausgeschlossen als Voraussetzung. Das heißt, jede Dilatation, die nicht die Identität ist, hat höchstens einen Fixpunkt. Entweder sie hat keinen Fixpunkt, dann haben wir die Verschiebung. Oder sie hat einen Fixpunkt und dann ist es entweder die Punktspiegelung oder die zentrische Streckung. Und wenn wir mal genau sind, ist die Punktspiegelung ein Spezialfall der zentrischen Streckung. Mit negativem Streckfaktor minus 1. Genau. So, was wir jetzt noch nicht gezeigt haben, ist, dass diese beiden Dinge. Also wir haben jetzt noch nicht gezeigt, wenn ich nur einen Fixpunkt habe, dann ist es eine zentrische Streckung. Und wenn ich keinen Fixpunkt habe, dann sind alle Fixgeraden parallel. Haben wir auch noch nicht gezeigt. Oder alle Spurgeraden sind parallel. Oder? Genau. Und das machen wir dann nächste Woche. Okay. Schön, dass ihr da wart. Trotz Bahnstreik und Bauern... Protest und so weiter. Schön, dass ihr alle online mit dabei wart. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viele immer mit dabei waren. Es waren immer so 20, glaube ich. Voll cool und schön, dass ihr auch so schön mitgemacht habt.
Ja, genau. Es wurde hier vorgeschlagen noch, hat eine Dilatation mehr als einen Fixpunkt, dann ist sie die identische Abbildung. Sehr schön, auch ein guter Vorschlag. Das könnte man auch als Korollar noch mit hinzuschreiben. So, ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Und falls ihr Lust habt, heute Nachmittag noch mal einzuschalten, ne, um 14.15 Uhr circa gibt es Strukturalgebra, Gruppentheorie. Ne? Okay, tschüss, schön, dass ihr da wart.